Fortuna Düsseldorf gewinnt 3:0 in einem ganz wichtigen Spiel zu Hause gegen den VfL Wolfsburg 2. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier bei uns im First Comfort Club der Düsseldorfer LTU Arena zu unserem VIP-Talk nach der Begegnung, wie es mittlerweile traditionell ist. Natürlich auch mit zwei Gästen. Ich begrüße Sebastian Heidinger und Kai Schwertfeger, der heute sein Debüt gegeben hat in der Regionalliga bei der ersten Mannschaft von Fortuna. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich fange mal mit Sebastian Heidinger an. Zu dem Zeitpunkt saß du zwar noch draußen, aber ist es die neue Taktik, den Gegner bereits in der ersten Minute in Grund und Boden zu laufen und so schon die Führung zu erarbeiten? Ja, das ist natürlich optimal, aber wir haben natürlich auch Glück, dass es in letzter Zeit häufiger passiert, aber wir nehmen es dankend an. Ich wollte gerade sagen, aber Glück muss man sich auch immer erarbeiten. Ne? Ihr wart hochkonzentriert und vor allen Dingen aggressiv, auch wieder das von der ersten Minute an. Ja, das stimmt. Also wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben uns auch vorgenommen vom Spiel, dass wir die ersten 10 Minuten richtig Gas geben, also richtig Druck machen. Und ja, das hat uns hat ganz gut geklappt. Die kleinsten Fans umlagern uns hier schon. Ihr seid gleich dran. Ha? Ich komme mal zu Kai Schwertfeger. Wie gesagt, du hast dein Debüt gegeben. Wie fühlt sich das an, in so einer LTU-Arena dann aufzulaufen? Ja, es war natürlich ein überragendes Gefühl, zum ersten Mal in der ersten Mannschaft in der LTU-Arena aufzulaufen und war super. Du warst beim Spiel gegen Emden schon im Kader dabei. Wann hast du das erste Mal davon erfahren? Und vor allen Dingen, ja, wie ging es dann in deinem Adrenalinspiegel? Warst du sehr nervös? Jetzt in Emden? Ja, ich habe am Montagabend erfahren, dass ich am Dienstagmittag der ersten Mannschaft trainieren soll und vielleicht dann auch mitfahren soll nach Emden. Weil ich dann gesehen habe, dass ich dabei bin, war ich natürlich überglücklich, dass ich zum ersten Mal dabei sein durfte. Heute hast du dann auch einige Minuten spielen können. Merkt man das? Wie ist der Unterschied? Ist es schon ein höheres Tempo oder sagst du, na gut, auf dem Niveau ist es dann doch relativ gleich, zumindest die letzten Minuten, die du mitbekommen hast? Ja, es ist doch schon ein Unterschied zur Oberliga und hier zur Regionalliga. Natürlich war am Ende nicht mehr so viel Tempo im Spiel drin, die Luft war raus bei beiden Mannschaften, aber war eine super Erfahrung für mich auf jeden Fall. Ich habe dich eben schon gefragt, du bist ja schon auch in Fortuna eingewechselt und Urgewächs, kann man schon sagen, du bist lange Jahre dabei. Du hast früher auch schon mal im Rheinstadion gespielt. Ja, das stimmt. In der E- oder D-Jugend war das ein Vorspiel, da haben wir ein Vorspiel vor dem Spiel gemacht und dann waren wir Balljunge im Rheinstadion. In der zweiten Liga, beziehungsweise auch Regionalliga, meine ich. Da geht das recht ein Traum in Erfüllung, oder? Jetzt auf dem Rasen zu stehen? Ja, natürlich, war in der Jugend immer ein Traum gewesen, habe da hart dran gearbeitet, dass ich auch mal oben dabei sein darf und hoffe natürlich nicht, dass das letzte Mal gewesen ist. Auf jeden Fall ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Da gehe ich von aus, dass es nicht das letzte Mal war. Sebastian, der dritte Sieg in Folge. Was hat sich verändert seit Lübeck und Aalen? Ja, vielleicht, dass wir in der ersten Minute gleich ein Tor schießen. Also ich weiß es nicht. Geändert hat sich eigentlich nicht viel. Ich denke mal, dass wir immer gewinnen wollten, aber wir haben halt momentan auch das Glück, dass vielleicht auch klar der erste Schuss reingeht. Die Qualifikation ist jetzt durch, kann man glaube ich jetzt sagen, nach dem heutigen Sieg. Jetzt geht der Blick nur noch nach oben? Ja, also das Spiel heute war wirklich so, dass wir uns gesagt haben, wenn wir das heute gewinnen, dass wir erstmal mit unten nichts mehr zu tun haben und dass wir planen können und jetzt wollen wir natürlich die letzten Spiele auch noch gewinnen. Tja, das nächste Spiel bei Eintracht Braunschweig, sicherlich nicht einfach, weil die noch um die Qualifikation der dritten Liga spielen, aber da haben wir erfahrungsgemäß die letzten Jahre immer gut ausgesehen. Wie siehst du da unsere Chancen? Ja, ich denke auch, dass wir dort gewinnen werden. Also wenn das nicht so wäre, müssen wir nicht da hochfahren. Also wir wollen die letzten Spiele gewinnen und dann müssen wir schauen, wie es ausschaut. Mit Kai Schwertfeger im Team? Ja, wird man sehen, was jetzt in der Woche, wie die Woche sich ergibt. Aber ich mache mir da keine Gedanken darüber. Wenn es so sein soll, wäre ich natürlich wieder glücklich. Und sonst vielleicht das nächste darauf das Mal. Auf jeden Fall sind wir alle ganz, ganz glücklich, dass wir auch dieses wichtige Spiel natürlich gewonnen haben. Jetzt sind es noch 3, ein Heimspiel. Ja, wir haben es gesagt, 17.05. geht es erstmal zum Spiel bei Eintracht Braunschweig. Und dann am 24. Mai die Begegnung hier, die letzte Begegnung gegen Babelsberg. Machen Sie ordentlich Werbung, damit wir die Arena voll bekommen. Ich bin André Scheidt, bedanke mich recht herzlich für den kleinen Talk und wünsche Ihnen und euch schöne Pfingsten. Danke.